Wir wollen heute kurz auf eine Geschichte eingehen, mit der wir einiges verdeutlichen wollen. Es geht um die Verse in Sure 46, das Al-Kahf. Ja? Da geht es um die Verse 29 bis 32. Ja? In diesem Vers, also im Vers 29, sagt Allah: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَدَرُوهُ قَالُوا أَمْسِكُوا. Das heißt, und als wir zu dir eine kleine Schar von Djinn, was sind Djinn? Djinn sind Wesen, die aus Feuer erschaffen wurden. Der Mensch wurde aus Erde erschaffen, die Engel wurden aus Licht erschaffen und die Djinn wurden aus Feuer erschaffen. Die Djinn und die Menschen sind die zwei Wesen, die am jüngsten Tag gefragt werden, insbesondere für die es ins Paradies und die Hölle geht. Beispielsweise die Tiere, diese Wesen, die eine Ruh haben, eine Seele haben, sie werden am jüngsten Tag, wird auch zwischen ihnen ausgehandelt. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Bock einen anderen wehgetan hat, das wird alles ausgetragen. An diesem Tag wird es vollkommene Gerechtigkeit geben. Und diese Wesen, die Djinn, die können wir nicht unmittelbar wahrnehmen. Das ist kein Vortrag über Djinn, aber sie können uns wahrnehmen. In einigen Fällen geben sie sich zu sehen und das erklärt auch viele Dinge, die wir heute beispielsweise sehen, wie zum Beispiel UFOs, angebliche UFOs und so weiter und so fort, dass wir das als Muslime ganz einfach erklären können, als Dinge, wo sich Djinn gezeigt haben. Weil die Djinn sind im Allgemeinen nicht so intelligent wie die Menschen, aber sie sind viel schneller als die Menschen, sie haben andere Kräfte als die Menschen. Ja? Und der Prophet a.s.w. ist der Gesandte zu den Menschen und zu den Djinn. Der Prophet a.s.w. ist ein Gesandter zu den Menschen und die Djinn. Und die Djinn leben in ähnlichen Gemeinschaften wie die Menschen. Das heißt, die haben auch Sprachen etc. Und die leben auch nach den gewissen Gebräuchen in ihren bestimmten Ländern. In den Ländern, wo sie gerade sind. Das heißt, und hier haben wir die Geschichte, ja, wo ich gerade gelesen habe. Hier sagt Allah, Sure 46, Vers 29, und wir haben eine kleine Schar Djinn veranlassen, sich zu dir zu begeben und den Koran zu hören. Das heißt, Allah hat so bestimmt, dass sie kommen, diese Djinn, und hören den Koran. Ja? Als sie zu ihm eingefunden hatten, das heißt dann, also dann, als sie dann dahin gefunden haben, sagen sie, horcht ihm. Das heißt, die Djinn haben gesprochen, eine Sprache gehabt, haben gesagt, horcht, horcht den Koran zu. فَلَمَّا قُدِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Das heißt, und als dann das Ende kam, also als der Prophet a.s. fertig war mit dem Koran, dann sind diese Djinn zurückgekehrt zu ihrem Volk, warnend, مُنذِرِينَ, um sie zu warnen. So, dann geht's weiter. In Sure 3, Vers 30, wie gesagt, Sure 46, Vers 30 sagt er dann, Kalu, jetzt, wie haben diese Djinn dann gerufen? Wie haben die ihr Volk gewahrt? Kalu ya kaumana, inna sami'na kitaben unzila min ba'di Musa, musaddikan lima bayni yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Das heißt, die haben gesagt, ja, o mein Volk, inna sami'na kitaben unzila min ba'di Musa, ja, wir haben ein Buch gehört, was nach Musa herabgesandt wurde. Und das ist bestätigen, was ihr zwischen euren Händen habt. Die Gelehrten, einige Gelehrte haben gesagt, warum sagt er hier ein Buch, was nach Musa herabgesandt wurde und nicht ein Buch, was nach Isa herabgesandt wurde? Und hier sagen die Gelehrten, weil diese Djinn wohl Juden gewesen sind. Das waren Djinn, die dem jüdischen Glauben gefolgt sind und dann den vom Islam gehört haben und dann den Islam angenommen haben. Ja? Dann. So, und dann. Und der führt zur Wahrheit und zum geraden Weg. Jetzt sagen sie weiter. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. O unser Volk, ja, folgt dem da'i Allah. Das heißt, wer ist das? Der Prophet a.s.w. Folgt dem, gehorcht dem, ja. Er hört Allahs Ruf und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden, also Allah, und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. Ja? Und jetzt sagen sie weiter. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعَيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِ أَوْلِيَا. Das heißt, ja, und wer
nicht den Rufe Allahs, wer den Rufe Allahs nicht hört, nicht erhört, also dem nicht folgt, wird sich ihm auf der Erde nicht entziehen können. Also er kann auf der Erde vor Allah nicht fliehen. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءَ. Neben Allah hat er keinen Schutzfreund. Das heißt, den kann keiner schützen. Ja? So. أُولَٰئِكَ فِي الضَّلَالِ الْمُبِينِ. Die sind einem deutlichen Irrweg. Das heißt, wer nicht an dieses Buch glaubt, ist auf einem deutlichen Irrweg. Wir haben schon öfter gesagt, der Koran erklärt die Sunna. Und die Sunna erklärt manchmal auch den Koran. Und wir sehen, dass der Koran ein Buch ist, was nicht einfach auf einmal herabgesandt wurde vom Himmel, sondern das immer zu bestimmten, ja es stimmt, dass der Koran ist einmal in einer Nacht in der Laylatul Qadr zum untersten Himmel herabgesandt worden. Von dort aus wird immer, oder jetzt, dann wurde immer zu bestimmten Anlässen eine bestimmte Offenbarung herabgesandt. Das heißt, zum Beispiel der Prophet wird nach etwas gefragt oder es passiert etwas, Allah sendet dies herab. Das, was Allah schon immer wusste, was er schon immer gesprochen hat, die ewigen Worte, die bei ihm sind, es wird herabgesandt zum Propheten, alayhi salatu wasalam. Genauso diese Geschichte hat auch einen Hintergrund. Und ich möchte hier erwähnen, von den Dschinn gibt es gute Dschinn, Muslime. Das findet man auch in Surat al-Jinn, die 72. Sure des Korans. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Jinn, وَمِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Unter uns gibt es Rechtschaffene, unter uns gibt es andere, die da drunter sind, die also nicht Rechtschaffene sind. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ. Und von uns gibt es Muslime auch. Das heißt, von den Jinn gibt es Muslime und von den Jinn gibt es Kuffar. Das sind Shayatin. Und der größte Jinn, der größte Shaitan ist Iblis. La'anallah. Das ist der größte Shaitan. So jetzt. Diese Geschichte hat auch einen Hintergrund. Der Prophet a.s., als die Dawah völlig gestoppt wurde und er außerhalb von Mekka einen Standort gesucht hatte, ja, er ist nach Taif gegangen und hat dort versucht, die Leute von Taif zum Islam einzuladen. Was ist dort passiert? Er hat mit den Führern von Thaqif, so hieß dieser Stamm, geredet. Und es wird gesagt, dass er 10 Tage dort gewesen ist und versucht hat, mit den Menschen zu reden. Und dass er auch öffentlich auf dem Marktplatz Dawa gemacht hat. Was ist am Ende passiert? Am Ende haben sie ihn mit Steinen beschmissen, sodass der Prophet a.s. flüchten musste und das Blut an seinem Körper herablief. So. Ich will nur kurz auf diesen Punkt hier eingehen, auf eine kurze Lehre, weil diese Geschichte werde ich inshallah nochmal an einer anderen Stelle, werde ich sie nochmal intensiver behandeln. Für viele ist vielleicht diese Stelle, wo der Prophet dort nach Taif gegangen ist, eine Art Niederlage. Er geht dorthin, gibt seine Mühe und am Ende wird er vertrieben. Ja, und die Leute aus Taif haben nicht an ihn geglaubt. Aber wenn man es richtig betrachtet, das ist ein Sieg gewesen. Denn erstens, Allah sagt im Koran ganz klar, dass der Gesandte nur die Botschaft zu verkünden hat. Das ist seine Pflicht. Die Rechtleitung obliegt Allah. Allah sagt im Koran, إِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ. Du leitest nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Unsere Aufgabe ist es, als Folger des Gesandten Allahs, die Botschaft zu verkünden. Wer die Botschaft annimmt, das nennt man die Huda al-Irshad. Ja? Das heißt, die Rechtleitung zeigen. Und die Huda Tawfiq, das heißt, ob der das wirklich annimmt, das ist Allah seine Angelegenheit. Allah weiß, wen er rechtleitet. Unsere Aufgabe, die Botschaft zu überbringen. Aber wie ist die Geschichte zu verstehen? Es gab dort einen Khalid al-Adwani, ein kleiner Junge damals, der gehört hat, wie der Prophet Surat al-Tariq gelesen hat. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass wir mit dem Koran Dauer machen sollen. Dass wir die Geschichten aus dem Koran erzählen sollen. Was lernen wir noch daraus? Man soll niemals eine kleine Tat vernachlässigen. Einer ist dort, der nimmt den Islam an.
Und der Prophet hat nicht gesagt, wie heute leider einige in Deutschland, wir sagen lieber nichts, sonst könnten wir Probleme kriegen, das könnte schlecht über den Islam geredet werden. Nein, der Prophet hat die Botschaft überbracht. Und was die Leute daraus machen, ist ihr eigenes Problem. Ein Mensch hat den Islam angenommen, er hat diese Sura auswendig gelernt, dieser Khadr al-Urwani. Dann auf dem Rückwärts hat er einen Adres getroffen, einen Christen, der den Islam angenommen hat. Dann hat der Prophet a.s. eine ganze Schar von Jinn wurde zum Islam gerufen, die den Koran gehört haben. Der Prophet ist nach Taif gegangen. Der hat nicht gesagt, der ist zu Fuß gegangen. Es wird überliefert, er ist zu Fuß gegangen nach Taif. 60, 70 Kilometer zu Fuß. Der hat nicht gesagt, ich rede mit den Führern von Taif, dann ziehe ich mir besser vorher, schneide ich mir den Bart und dann hole ich lieber das teuerste Kamel, damit ich diesen Leuten gut gefalle. Das ist das Problem, was die Leute heute in der Dauer haben. Sie konzentrieren sich auf Äußerlichkeiten, aber vernachlässigen den Sinn, vernachlässigen den Kern der Dauer. Botschaft überbringen, den Menschen klar und deutlich sagen, das ist die Botschaft, nimm die Botschaft an. Ende. Ja? Das heißt, er ist dorthin gegangen, hat nicht gesagt, vielleicht lege ich diesen Schmuck an oder jeden Schmuck oder vielleicht nehme ich die teuersten Kamele, sondern es ging in erster Linie um die Botschaft. Jetzt etwas anderes. Weil heute gibt es Leute, die sagen zu dir, man soll nicht so viel die Hölle erwähnen, wenn man Dauer macht. Man muss diese Leute mal fragen, ob sie jemals den Koran gelesen haben. Hier schauen wir uns diese Jinn an. Die haben gerade mit dem besten Lehrer gesessen. Der beste Lehrer hat den Koran rezitiert. Was haben sie daraus verstanden? Sie waren Leute, die die Schriften von Moses kannten. Sie waren wahrscheinlich jüdische Jinn gewesen. Haben den Islam angenommen. Was sagen sie zu ihrem Volk? Ja, kaumana enna sami'na kitaben unzila min ba'di Musa musaddikan lima bayni yadayhi. Wir haben ein Buch gehört, das zum geraden Weg führt. Das wurde nach Musa offenbart. Als Bestätigung, was bei euch ist. Direkte zweite Sache, wir haben ein Buch gehört, nach Moses, was sollt ihr tun? An die Botschaft glauben. Warum? Damit ihr euch die Sünden verzeiht und euch vor einer schmerzhaften Strafe trifft. Und dann als nächstes, nochmal als Bestätigung hierfür, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءَ أُولَٰئِكَ فِي الضَّلَالِ الْمُبِينِ. Und wer dem Rufe Allahs nicht folgt, ja, der hat was? Der wird keinen Schutz auf der Erde finden. Und er hat neben Allah keinen Schutzfreund. Und er ist in einem deutlichen Irrweg. Auf einem deutlichen Irrweg. Das heißt, Weg in die Hölle. So, das heißt, die Jinn haben besser verstanden, wie die Dauer läuft, als viele Leute heutzutage, die in Deutschland sind. Wenn der Papst kommt, dann empfangen sie den Papst und sagen, eure Heiligkeit. Heiligkeit. Dass ein Mensch, der zum Kuffer ruft, und wir fangen an, so rumzuheucheln. A'udhu billah. Oder wir hängen das Bild vom, oder so peinlich hängt dann in ihrer Moschee, in ihrem Büro, das Bild vom Bundespräsidenten. Was ist das peinlich? Das ist eine Art und Weise, die man in den arabischen oder in einigen islamischen Ländern kennt, dass man ein Bild sieht, beispielsweise vom König des jeweiligen Landes, was übrigens unislamisch ist. Man hängt sowieso keine Bilder an die Wand. Ja? So. Aber hier hängt man das Bild vom Bundespräsidenten an die Wand, weil man sich damit bei den Deutschen gefallen will. Nur denen fällt gar nicht auf, dass es das in Deutschland gar nicht gibt. In Deutschland geht man nicht irgendwo im Büro, da sieht man das Bild vom Bundespräsidenten oder von der Bundeskanzlerin, so wie das beispielsweise in Marokko oder in vielen anderen Ländern ist. Das heißt, man denkt, man würde die Deutschen kennen, dabei kennt man die gar nicht und man soll ehrlich sein zu den Menschen und nicht für blöd verkaufen wollen. Das heißt so nach dem Motto, der Bundespräsident ist ganz wichtig für uns, das wollen wir hiermit zeigen. Und man sieht ja, wie erfolgreich diese Dauer ist. Diese Dauer bringt gar nichts.
Ja, und es wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber Hamza, warum redest du so darüber? Ja, man muss darüber reden. Man muss so einen Dalal muss man an den Pranger stellen, damit die Jugend, die in die Irre geführt wird von solchen Heuchlern, damit die gewarnt werden, damit die sehen, hallo, das ist nicht Islam. Islam ist ein gerader Weg, der als Ja'far ibn Abi Talib in Abessinien gewesen ist. Die haben keinen Sujud gemacht vor dem abessinischen König, wie die anderen das gemacht haben zur Begrüßung. Die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, die waren klar und deutlich. Der Prophet dazu ist noch Taif gegangen, der war klar und deutlich. Deswegen haben sie mit Steinen beworfen. Aber am Ende, guck, er wurde bekämpft, er wurde mit Steinen beworfen, aber was ist danach passiert? Danach, auf dem Weg zurück, kam eine Hilfe, von wo er nie erwartet hätte. Leute sind zum Islam gekommen, Dschinn, mit denen er gar nicht gerechnet hätte. Und das müssen wir wissen, Brüder. Immer wenn ein Rückschlag kommt in der Dauer, sei auf dem Weg Allahs, Allah wird die Türen öffnen. Gebe niemals auf, gebe niemals auf. Wir werden siegen, inshallah, wenn wir an Allahs Seil festhalten und wenn uns Allah den Iman in unsere Herzen verstärkt. Aber man darf nicht aufgeben und man darf nicht die Botschaft entstellen. Diese Dschinn haben es besser verstanden. Diese Dschinn, die hat Allah nicht umsonst im Koran erwähnt. Damit wir sehen, das ist der Weg ist hier, wir lesen den Koran, der Weg ist, wir rufen zu diesem Buch, der Weg ist, wir machen den Menschen klar, dies ist der gerade Weg. An diesen Weg muss man glauben. Diese Dschinn waren wahrscheinlich Juden gewesen, das heißt, die haben trotzdem gesagt, ihr müsst an dieses Buch glauben. Es nützt euch nichts, wenn ihr sagt, ja, wir glauben an Moses von vorher. Ja, ihr müsst an die neue Botschaft glauben. Es gibt das Alte Testament, das Neue Testament und das Neueste Testament. Das ist der Koran. Und daran muss man glauben. Ich sage diese Worte, Subhanakum, wir haben die Geschichte, weil leider in der Stafford und Kultur belegt.